Meine Lieben, ihr habt erkannt, das sind Kartoffeln. Und jetzt gibt es einfach geniale Kartoffelgnocchi. Selbstgemachte Kartoffelgnocchi, kein großer Akt. Am besten ihr nehmt mehlig kochende Kartoffeln vom Vortag. Und diese mehlig kochenden Kartoffeln vom Vortag kommen jetzt mal so in die Schüssel rein. Ja. So. Okay, machen wir eine erwachsene Portion. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Einmal die Kartoffeln. Dann kommt rein, nicht zu viel, Mehl und ungefähr einen halben Esslöffel Kartoffelstärke. Okay? Dann eine Prise gutes Salz. Und dann, das hat man zu Hause, oder? Hey, das mediterrane Gold, so ein Monsterblock Parmesan, gibt es bei mir immer. Und der wird gerieben. Schau mal her, da kommt jetzt richtig ordentlich Wasser rein. Leckerer, frischer, guter Parmesan. Da müssen wir anders machen. So. Ja. So, also Kartoffeln, Mehl, Kartoffelstärke, bisschen Salz und auf die Menge würde ich mal sagen, ein kleines Ei oder vielleicht auch nur ein Eigelb. So. Und jetzt macht man einen schönen Teig. Und der wird schon geknetet. So. So sieht das Ganze dann aus. Ab damit auf so eine Arbeitsfläche. Und dann auf die Arbeitsfläche ein bisschen Mehl. Und jetzt einmal den Teig nicht so lang, so ein bisschen kneten, dass der Konsistenz bekommt. Und dann, wenn er Konsistenz hat, ja, wenn er schön weich ist, aber nicht zu weich, rollt ihr den so ein bisschen aus. Okay, dann können wir den schon teilen. Und dann so schöne kleine Rollen formen. So. Und die Rollen werden dann, so macht der Italiener um die Ecke, in kleine Stücke geschnitten. Okay, seid ihr dabei? Kein großer Akt. Und jetzt ein Kügelchen geformt. Okay, also schöne Kügelchen machen, meine Lieben. Und wenn die Kügelchen fertig sind, kommen wir hier, dann nehmt ihr eine Gabel und drückt das Muster der Gabel hier rein. Dann sieht man das so leicht bemustert. Das geht eigentlich relativ schnell. Schau, einmal zack drüber fahren, zack drüber fahren. So. Die sollen ja auch hausgemacht ausschauen. Ja? Hier zwei auf einmal. Ein Gnocchi machen ist so easy und alle sind irgendwie zum Schluss happy, ja? Also wenn man sowas selbst gemacht hat. Und jetzt gibt es nur eine klitzekleinigkeit, eine ganz klitzekleinigkeit, die ihr beachten müsst. Sollten die Gnocchi hier drin nicht halten, ja? Dann holt einfach einen Pürierstab und macht Kartoffelsuppe. Ja? Dann habt ihr eine schöne Kartoffelsuppe mit Parmesan. Aber ich glaube, das schaut ganz gut aus. Okay, ich mache noch ein schnelles, leckeres Sugo. Okay, also Pfanne, ordentlich Olivenöl. Ich liebe Olivenöl. Haut Olivenöl rein, ohne Ende, Stückchen Butter noch dazu. Und dann rote Chili. Die Chili hier sind nicht so scharf, ja? Da werden sie scharf. Da gibt es nämlich noch keine Kerne. Deswegen können wir da ordentlich was nehmen. Zu den Chili kommen dazu Knoblauch. So, Chili, Knoblauch, einmal in die Pfanne. Dann ein paar frische Tomaten. Ja, so ein bisschen zusammenschneiden.
Schaut mal her. Zu dem Chili und Knoblauch kommen noch ein paar Pinienkerne. Und dann die Tomaten. Boah, ist das geil. Das duftet. Das duftet. Dann noch in Abrieb frischen Pfeffer. Die Prise Zucker dazu. Nochmal Olivenöl. And now, ladies and gentlemen, schau mal her. Hey, ich höre gar nichts von euch. Applaus, Applaus. So. Eine ausgewachsene Portion. Meine Freunde, Freunde der Nacht, die Blitzrezepte. Okay. Ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen, ja? Weil das ist so geil. Hier mediterranes Gold noch drauf. Und nochmal frisch gemahlenen Pfeffer. Jetzt, das sind Zutaten, die kosten nichts. Und das ist so absolut geil. Okay? Hensis Blitzrezepte, nachkochen. Sehr geil. Grünen Salat dazu, 1 Liter Rotwein und der Abend kann kommen. Ich zähle auf euch.